Junge, was ist das für ein geiler Ball. Servus Leute, was geht? Willkommen zu einem neuen Review. Aber heute geht es nicht um einen Schuh, sondern um einen Ball. Und zwar den neuen Bundesliga-Ball von Derbystar. Ich bin auf jeden Fall mal gespannt, wie der Ball abliefert. An dieser Stelle schon mal vielen, vielen Dank an Derbystar, dass ihr mir den Ball zur Verfügung gestellt habt. Allerdings bekomme ich kein Geld für dieses Video. Das heißt, ich vertrete hier 100% meine Meinung über den Ball. Ich teste ihn heute zum ersten Mal für euch und ich würde sagen, viel Spaß beim Video. Was für ein geiler Ball. Ich fass es. Kommen wir zur ersten und vermeintlich wichtigsten Kategorie dieses Balles, und zwar das Flugverhalten. Derbystar selbst sagt, dass sie das Flugverhalten nochmal optimiert haben. Und für mich war auf jeden Fall die erste Frage, kann man das Ding flattern lassen? Und die Antwort ist ganz klar, ja. Wenn man die Technik beherrscht, kann man das auf jeden Fall mit dem Ball hervorragend machen. Ich denke, ihr habt es gerade im Video auch ordentlich gesehen. Die Bälle sind auf jeden Fall krass geflogen, hat auch mega Spaß gemacht. Man merkt diese Optimierung auf jeden Fall selbst beim Schießen stark. Und ich muss sagen, in dieser Kategorie hat mich der Ball mehr als überrascht. Wie gesagt, hat extrem Bock gemacht, mit dem Ball zu schießen und werden ihn auf jeden Fall noch öfters benutzen. Auch schon zur zweiten Kategorie, und zwar zum Touch und dem Ballgefühl des neuen Derbystar Bundesliga Balls. Und ich muss sagen, hier war ich etwas skeptisch am Anfang, da ich bisher nur mit Adidas Matchbällen Freestyle trainiert habe. Aber ich muss sagen, auch hier der Ball mich sehr, sehr überrascht, denn der Ball hat auf jeden Fall ein direktes Gefühl, das heißt, man hat einen direkten Touch. Dennoch hat man genügend Grip durch diese Gripstruktur an der Oberfläche, und zusätzlich ist der Ball auch noch ein bisschen gefedert, das heißt, der Touch auch nicht zu direkt. Man hat dann immer noch ein bisschen Spielraum und lässt den Ball auf jeden Fall in dieser Kategorie auch mehr als überzeugen. So I'll never let you go. Never let you go. I'll never let you go. Never let you go.
schon zur letzten Kategorie, und zwar zur Haltbarkeit und Verarbeitung des Derbystar-Balls. Und ich muss auch sagen, hier der Ball mich auch überzeugt. Ich habe in der Testphase keine Abnutzung erkennen können, bis auf natürlich einige Verfärbungen an der Oberfläche, was aber auch logisch ist, denn der Ball ist weiß und ich habe auf Kunstrasen trainiert. Allerdings habe ich sonst keine Abnutzung erkennen können, keine Einritzung oder Abschürfung. Auch der Druck hält sehr, sehr gut und der Vorteil an dem Ball ist auf jeden Fall, er ist genäht. Das heißt, die Panels halten auch sehr, sehr gut und habe hier auch nur keine einzige Abnutzung erkennen können. Das heißt, auch in dieser Kategorie hat der Ball überzeugt. So Leute, das war's schon für den heutigen Test. Wenn ich den Ball jetzt in einem Wort beschreiben müsste, wäre es überraschend. Ich hätte es nicht für möglich gehalten, dass der Ball so gut performt, vor allem was das Schießen angeht. Extrem cooles Flugverhalten. Auch Design finde ich sehr, sehr cool. Ihr könnt jetzt mal einen Kommentar schreiben, was ihr denn optisch zum Ball sagt. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Checkt die letzten Videos aus. Nicht vergessen, Daumen nach oben, abonnieren, Glocke aktivieren, verpasst ihr keine Videos mehr. Bis zum nächsten Mal. Ciao.